Und damit herzlich willkommen zurück zu Astellia Online, hier bei Explorer IP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist. Und wir hatten schon eine Aufnahme angefangen und dann hat es wieder an der Tür geklingelt. Und in dieser Aufnahmesession bin ich echt genervt, weil es permanent an der Tür klickt und ich muss die klingelt und ich muss die Aufnahme wieder abbrechen und wieder neu und hast nicht gesehen. Wir sind auf jeden Fall im Solo-Dungeon Arau-Höhle, weil wir die Quest noch haben. Ich kann es dir kurz zeigen. So. Hier waren wir schon mal. Die ist Level 25 ausgelegt. Wir sind Level 30, von daher jetzt nicht der Burner. Können aber noch einen Astel kriegen. Und wir haben in der letzten Folge die Quest fürs Becken von Makasan gekriegt. Die können wir aber noch nicht machen, weil Level 35. Leider. Ist aber jetzt nicht so schlimm. Wir fräsen uns jetzt hier einmal durch. Wir waren schon mal hier, wie gesagt. Wieso kann ich den überhaupt nicht fällen? Jetzt kann ich ihn fällen. Okay. Ist überhaupt noch XP? Ja. Gut. Ich glaube, dass der Dungeon jetzt hier nicht so groß ist. Wir waren ja als letztes in Teilen der Gleichheit. Da kann ich auch nicht alles zeigen. Da wäre es vielleicht nochmal interessant reinzugehen, weil es länger dauert. Und zwar Heilen der Gleichheit, wenn wir da solo reingehen. Das kann ja alles droppen. Bossbeute. Da kann ein legendärer Stab droppen. Ich denke mal, die Wahrscheinlichkeit ist also sehr gering. Aber es wäre wohl so, wie ich das verstehe, theoretisch möglich. Natürlich hast du auch nur begrenzte Möglichkeiten. Wir sind jetzt hier reingegangen, das kostet uns 3 Dungeon-Tickets. Ich glaube, du kriegst pro Tag nur 20, ne? Das heißt, du musstest da nicht Geld kaufen. Die Hallen der Gleichheit, jetzt bis zum Endboss, da sind wir beschäftigt. Das wäre vielleicht mal eine Sache fürs Spiel. Könnte man das machen? Man sagt, nee, dann machen wir so 2-3 Stündchen. Ein paar Mal das AW. Wir wissen vielleicht auch ein bisschen echt Geld. Ah, mach mal. Ja, das war schon ein anderer Tomatsch. Kasa-Pfeiler, die müssen wir lernen. I can't move anymore. Wir haben bestimmt einen übersehen. Da sind wir reingekommen. Wir haben keinen übersehen. Gut. Plop, 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 plop. Ha!
der, dann werden wir den wahrscheinlich auf unseren Level kriegen, ne? Wenn er denn droppt. Und dann ist die Frage, wenn wir den pimpen, wie weit geht das? Ging das nicht nur 10 Level? Das heißt, da wäre Level 30 der Start und wir könnten maximal auf Level 40 pimpen. Und ich ja dann eigentlich auch nicht. Das zweite Astel-Paket bekommen. Ist das richtig verlassen? Farm Dungeon. Der Weg jetzt hier vorne frei sein. Das habe ich damals auch gesagt. Juti, ein Endbossi. Spuren des Höllenfeuers. Mhm. Wenn wir uns hinsetzen, regeneriert er dann die untere Leiste auch so schnell? Nee, ne? Die regeneriert normal. Gut, dann müssen wir einen Moment warten. La 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 la.
Und sonst so, alles gut. Der denkt sich, was macht die da? Kommt die nicht. Warum küt es nicht? Ja, jetzt aber. Ja. Ram! Pisces, who, Master? Nur wenn wir A haben, kriegen wir wahrscheinlich einen guten Loot. Okay. Klasse Assassine, super. Danke, Spiel. Cygnus, Stufe 1. Okay. Danke. Wer bist denn du? Video können wir nicht sehen, warum nicht? Gut. Was ist denn das Fuku-Element? Könnte man sowas auch verkaufen? Wo ist es überhaupt jetzt? Rüstung, Assassine, erforderlich zur Herstellung einer Fuku-Rüstung, heroisch, legendär. Okay. Was wir aber jetzt noch machen, ist eben Unicorn. Wo ist denn der? Also Stufe 2, okay. Und ihrer. Juti, dann haben wir das erledigt. Stand denn. Gucken gleich. Gibt's. Eine Kiste. So. Gott, ist das alles aufregend. Solo, sprich mit Amelia. Visit Restrictions, Sublibooks. Aha. Okay. Gut. Stand das Teil denn jetzt hier drauf? Rauhöhle? Bienenzuwachs? Dungeon, you can get all Guardian Services as a suggestion. Ne, stand gar nicht drauf. Das ist ein Random Drop dann, ne? Aber es hat sich gelohnt. Doch. Gut, wo dürfen wir denn jetzt hier raus? Da dürfen wir raus. Wir sind bei 15 Minuten. Dann gehen wir die Quest noch ab bei Amelia. Wo immer sie auch steht.
nach dem Ladebildschirm. So. Gut. Unicorn. Jetzt können wir uns das Vertragsgebiet. I swear by this hole. I will protect you. Okay. Willkommen. Willkommen. So, Hotahü. Sprich mit Amelia. Automatisches Reiten. Dann machen wir das noch eben. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir die Quest angenommen haben. Obwohl, die steht ja auch jedes Mal woanders. Das war doch die, ne? Die an drei verschiedenen Orten gleichzeitig steht. Genau wie unsere kleine Amy, die ja auch in jedem Gebiet steht und uns in jedem Gebiet sagt, sie will eine neue Waffe bauen und sie braucht und tut und macht und wir machen. So, automatisches Reiten auf diesem Weg ist doof. All dieweil, Hashtag Level 50er böser Boss. Der Sensemann. So, irgendwie haben wir den nicht mehr gesehen in der letzten Zeit, wo wir hier gequestet haben. Er war ein paar Mal da, aber danach nicht mehr. Gott, mach keinen Fehler jetzt. Ja, so. Wir müssen warten, der dreht jetzt, ne? Nicht abmauen, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem. Bin mal gespannt, wo die steht. Unterwegs mal drauf achten, jetzt, ob da noch neue Queste sind. Das passiert mitunter ja auch manchmal. Und nein, ich schwöre, wir werden jetzt nicht anhalten, wenn wir einen Baum sehen. Das machen wir nicht. Nehmen Sie nur die Abkürzung. Da ist ein Baum. Da war ein Baum. Noch ein Baum. Ah, das tut im Herzen weh. Ah, das tut weh. Hier ist Amelia. Okay, haben wir die Quest hier angenommen. Hallöchen. I have a dream of exploring all the dungeons in the world. Exploring a dangerous dungeon is thrilling, isn't it? Kartoffeln. Dann nehmen wir die zwei Bäume noch mit und dann war's das wieder für heute. Ist auch irgendwie ein bisschen komisch proportioniert oder liegt es an der Kamera? Ich weiß es nicht. Wer war's? Gut. Der gefallene Mann. Hier ist ein Buch, das kann man wohl immer lesen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Ich reite wieder zurück ins Questgebiet und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder in den Kolossebenen. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao ciao.